Jahr 2022. Die Welt brennt. Der Krieg und die Klimakrise hält weiter an. Viele Menschen verlassen ihr Zuhause, weil sie einfach Bock auf Urlaub haben. So auch die Familie von Hallo Alexa. Noch bevor sich die Familie aufmacht in unbekannte Länder, schlägt sich Alexa durch bis zu der Wohnung mitten in Berlin. Ihre Mission? Das Babysitten von Katzen. Hier gibt es Katzen. Wir gehen jetzt Rahmen essen. Ich hab einfach nur ein Hoodie an. Outfit of the day, kein Outfit. Was ein geiler Content, einfach Treppe runterlaufen. Wenn das nicht viral geht, weiß ich auch nicht. Alright, wir sind jetzt angekommen. Und zwar habe ich letztens bei Jenian eine Story gesehen von diesem Restaurant. Und das soll wohl das Beste sein. Japanische Restaurant in ganz Deutschland, ihrer Meinung natürlich nach. Also jetzt keine anderen Rezensionen. Deswegen sind wir hier und werden es mal ausprobieren. Wir sitzen hier, jetzt könnt ihr auch mal Jule sehen. Und hier seht ihr Pansy. Und Mike und Baby sind auf dem Spielplatz. Okay, also ich nehme vegane Ramen plus vegane Gyoza. Und wir hauen richtig rein und trinken Sake. Sui Gay. Wir werden uns also richtig einen Thailand. Jule, du bist doch der Uwe. Jule ist Uwe und Sascha bei. Ich bin auch dabei. Dankeschön. Voll schön. Boah, ist ein bisschen härter als Wein. Boah, ist schon ein bisschen hart. Du musst schnell trinken. Desto schneller man trinkt, desto lustiger wird es später. Mike, was geht? Hallo. Das ist der große Mike. He's from Com, Amerika. Yes. Ballad. Okay. Ich bin die Shots zu Hause. Das ist nicht dein Ernst. Hast du was? Ich hab das Handy umgedreht, oder? Hast du was dazu zu sagen? Tut mir leid. Okay, ich habe meinen Rahmen bekommen. Und es sieht fantastisch aus. Ich finde, sie hat auch veganen Rahmen. Yummy, yummy. Oh mein Gott, ich guck gerade, wir laufen und hier gibt's einfach Bambus, das wächst einfach. Mike meint, in Berlin gibt's viele Pandas. Amanda, it's your turn. Pandas, they evolved now to be like stupid like this, but in the past they eat meat, you know? Achso, nimmst du gerade auf? Also an alle Pandas da draußen, ich liebe euch. Wir sind die Panda Diggers. Wir sind die Panda-Diggers. Hey Leute. Hey Leute. Hallo, ich bin's. Hey, lass mal ein Abo. Schnicksi, schnacksi. Ohne Abo, nix gut. Ja. Ohne Abo, nix gut. Alles kaputt, ja? You say something now. Ich muss abnehmen. Also, wir waren eigentlich schon daheim. Aber die Jungs wollen jetzt noch feiern gehen. Also gehen wir in einen Club. Der heißt Tresor. Wir sind absolut underdressed. Ich sag, es wird eine Katastrophe. Die Jungs sind jetzt schon am Diskutieren über irgendeinen Bullshit. Absolut nicht betroffen. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Alright, wir wollten eigentlich zum Tresor Club. Jetzt sind wir am KitKat und da ist heute eine Veranstaltung ohne Dresscode. Also, maybe kommen wir ins KitKat. Okay, die Jungs sagen, die wollen nicht in der Schlange stehen, also gehen wir doch zum Tresor, gucken, ob wir da reinkommen und Schlange stehen müssen. Wenn wir jetzt auf Twitch, würde ich sagen, macht eine Prediction. Kommt heute überhaupt in irgendeinen Club? Und wenn, in welchen? KitKat oder Tresor? Ich würde sagen, in gar keine. Wir sind das Volk. 20 Minuten später. Okay, Berichterstattung. Wir waren im ersten Club. Wir waren im Tresor. Wir waren in Ersten Club, dog. In Ersten Club for this night. So, Vogelscheißen. Vogelscheißen. Ich habe auf dem Boden gescheißen, dog. Warte, mein Schwager ist Amerikaner und er kann ein bisschen. Er versteht sehr gut. Scheißen oder schießen? Which one? Scheißen. Yeah, schießen ist. I took a big fat shit on the ground, I don't care. Prosecute me, digga! Prosecute me! What is prosecute? Charge me with a crime?
Verurteilt mich, Digga. Okay, also Mike sehen wir morgen im Knast. Also, einen Punkt muss ich sagen, wofür dieser Kackstempel? Also, die machen quasi mit Stickern die Kameras zu, damit man da nichts aufnehmen kann. Der Club war so low und das Geilste ist, bevor man reinkommt, fragt sie einen so, na, es war so niemand da. Auf jeden Fall ist da keinerlei Schlange und sie fragt so, seid ihr zum ersten Mal hier? Und es war einfach, es wollte niemand rein. Niemand. Und wir so, ja, wir waren da noch nicht. Und sie dann so, ja, was treibt euch hierher? Und Pansy so, Lust und Laune. Und sie dann so, hat uns warten lassen. Macht so richtig auf. Wie kommt ihr hier auf den Club? Und wir so, fuck, girl, hier will niemand rein. Und dann lässt sie uns warten. Wir dachten schon so, okay, vielleicht sagt sie nein, weil who fucking knows? Man sagt immer so in Berlin, weiß ich nicht, muss man so kinky unterwegs sein? Und sie so, okay, könnt rein. Und wir nur so, okay, danke. Also Club war kacke. Ich sag, wie es ist. In Gewien. Okay, wir sind vor dem Kit Club. Wir sind zu dritt. Ich glaube, jemand ist sehr betrunken. Ich will nicht sagen, wer, aber ich glaube, es ist Mike. Irgendwann später. Okay. Wir gehen jetzt raus aus dem KitKat und... Also, ich muss schon sagen, das war der krasseste Club. Aller Zeiten. Wie viele nackte Frauen hast du gesehen? 100. Und das ist kein Witz. Das sind wirklich alle nackt. Ich habe sehr viel Bösen gesehen, habe sehr viel Puppies gesehen. Wow. Also, real talk. Heavy. Das war definitiv der beste Club unseres Lebens. Der beste Club. Ein großer Schnitzer, großer Ja, oder? Und das ist kein Witz. Ich mag Jeder mag Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag. Tag der Deutschen Einheit. Gestern war auf jeden Fall wild. Wir waren in zwei Clubs. Ich sag mal so. Ich war also im KitKat. Meine Erwartungen wurden definitiv übertroffen. Das ist der crazyste Club, den ich je gesehen habe. Ich habe einige Leute beim Geschlechtsakt gesehen, habe einige Genitalien gesehen, sehr viele Brüste, sehr viele wunderschöne Unterwäsche. Also man kann es, glaube ich, niemandem erzählen. Man muss einfach da gewesen sein. Und nie wieder werde ich in einen anderen Club gehen wollen. Unbeschreiblich. Man muss da gewesen sein. Okay, es ist Montag. Es ist 20 Uhr. Wir gehen jetzt noch mal kurz zu Edeka. Dann kommen leider am Arsch. Also, ich habe Pansy hier. Ich werde ihn interviewen. Okay, möchte das jetzt nicht. Ich werde dich interviewen, wie du das KitKat fandest. Weil bis jetzt war das definitiv ein Highlight dieser Berlin-Reise. Okay, einfach Gummi essen. Pommes mit Chili Cheese und weiß ich nicht, noch irgendwas. Ich würde sagen, tasten wir mal. Oh mein Gott, richtiges Gourmet-Essen. Pommes noch nie probiert vorher. Mmh. Oh mein Gott, wie konnte ich nur ohne leben? Ja, sag mal einer, in Berlin gibt es alles vegan. Pommes ist immer vegan. Danke dafür. Wir waren im TK Maxx, da gibt es aber nichts Cooles. Deswegen habe ich mir überlegt, wir gehen in einen Vintage-Laden. Zum ersten Mal macht ihr eine Shopping-Tour mit mir. Bin normalerweise Stylo-Milo nicht. Deswegen, daran wollen wir was ändern. Und ich zeige euch, maybe morgen oder übermorgen mal mein KitKat-Outfit fürs nächste Mal. Letztes Mal war ich einfach in einer schwarzen Jeans mit einem schwarzen Top. Diesmal wird es ein bisschen spicier. Also ich habe nichts, aber Pansy hat sich was gefunden. Okay, ich habe ein paar Sachen mir ausgesucht. Sie gehen jetzt anprobieren. Sieht wild aus, wird wild. Okay, erster Rock. Weiß ich nicht. Oh, die Hose ist so cool. Ein bisschen kurz halt, aber. Warte, ich muss weiter weg. Du bist zu groß. Die Hose ist so cool. Der Rock sieht super aus. Fantastisch. Schon aber irgendwie ein bisschen zu lang, oder? Nee, ich finde, der Rock ist perfekt.
Wie findet ihr den Rock? Gut oder nicht so gut? Ich weiß halt nicht, wohin soll man so einen schönen, farbenfrohen Rock anziehen. Weiß ich nicht. Nächstes Outfit kommt. Zweites Outfit machen wir einen Partnerlook. Das muss weiter weg. Das ist viel zu groß. Das ist noch weiter weg. Berlin weg. Rank mal 1 bis 10. So, ich bin jetzt mit Mühe legen. Hotter Content. Okay, Rock Nummer 2 kriege ich leider nicht ganz zu. Finde den irgendwie aber auch nicht so schön. Ich habe eigentlich noch ein Hemd. Soll ich es mal anprobieren? Or not? Bis jetzt irgendwie alles so lala, muss man sagen. Bitte helfen Sie mir. Okay, wir haben das erste Outfit. Jacke von hier, Hose von hier. T-Shirt ist sein eigenes, aber I like it. Falsche Zeichen. Alright, ich würde sagen, für uns geht's in den nächsten Secondhand-Laden. Maybe kann man schon mal ein bisschen sehen, was ich mitnehme. Und wir sehen uns gleich drüben. Okay, also wir waren jetzt bei Made in Berlin. Ich habe mir diese Mütze gekauft. Nochmal 2 Sonnenbrillen und ich finde, die sehen cool aus. Jetzt gehen wir Bier trinken. Sie ist verrückt, wie war es? Sieht sogar aus. Jedes Likör 1 Euro. Bier, ein Euro. Das ist der Himmel, das ist das. Das sind Bierlikör. Wir probieren jetzt, genau, Liköre hier. 2 Kaffee. 2 Kaffee, Kräuter. 2 Traube, 2 Kräuter. Genau. Und hier ist das leckere Bier. Schöner Maß. Junge, du sollst probieren. Das nennt man nicht probieren. Gut? Ja, ist nicht schlecht. Dann let's go. Kaffee. Warte, lass mich doch mal probieren. Der riecht ja hart. Ich muss sagen, ich finde ihn gut. Ich mag aber auch Kaffee. Aber ein bisschen hart ist es schon. Sehr stark. Aber oh, der riecht besser. Ah, den liebe ich. Den kann ich trinken. Und jetzt will ich auch Kräuter direkt nachprobieren. Okay, wir sind jetzt Burrito essen und was sagst du? Was soll ich sagen? Ja, ich habe noch nichts probiert. Was soll ich sagen? Okay, Bier, warte mal. Gut? Ja, ja. Gut, diese Bier. Fantastisch. Der ist vegan, gell? Ist vegan, ja. Entweder ist es der beste Burrito, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Okay. Real talk. Das war der beste vegane Burrito meines verfickten Lebens. Entweder ist es wirklich der geilste Burrito, den ich je gegessen habe, vegan, oder da ist fucking Fleisch drin. Also ich danke, der ist einfach fantastisch. Ja, Bombe, ne? Der ist bombastisch. Noch nie so gut gegessen. Der ist einfach nur genial. Er ist vegan. Gott, ich liebe Berlin. Die Soße ist geräuchert, das ist eine Räuchersoße und die macht, glaube ich, alles aus. So geil. Aha. Schnick-Schnack? Schnack-Sie? Schnick-Schnuck-Roxy? Guck-Sie? Sag's einfach. Er meint, so. Das ist sein Highlight des Tages. Highlight des Lebens? Diese fucking Burrito-Laden, Alter. Ich schwör's euch. Weil du liebst Burritos und hast noch nie so einen guten veganen gegessen. Ich habe in Frankfurt richtig gute Mexikaner. So einen Burrito habe ich nie mehr fucking Leben gegessen. Das ist schon meine Hälfte. Mhm. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Alright, guys. Ich sitze hier gerade beim Burrito-Essen. Und dann kommt einfach Lika. Die hat mich einfach durch die Scheibe da gesehen. Warte, da gesehen. Und kam einfach rein. Es fühlt sich an wie in einem Film. Berlin ist kleiner als man denkt. Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch. Es ist 19 Uhr. Wir haben bis eben gerade gepennt. Ich habe mal wieder, also gestern kam noch Mo, Lika war da. Ich habe mal wieder gar nichts gevloggt, ich Vollidiot. Ich vlogge immer nur so tagsüber gefühlt, aber es war auf jeden Fall wild. Liebe Grüße an Mo, liebe Grüße an Lika und an Dusty natürlich, der war auch da. Und ja, den ganzen Tag heute gepennt, Kopfschmerzen as fuck. Kater ist real. Hast du was dazu zu sagen?
Der Burrito gestern war so gut, dass ich gerade trotz übelstem Kater überlege, einfach zum Alexanderplatz 20 Minuten zu fahren. Nur für diesen veganen Burrito. Der war der beste auf der ganzen Welt. Und wir gucken jetzt, ob wir den bestellen können. Ich halte euch auf dem Laufenden. Alright, es gab leider keinen Burrito, aber ich habe mir ein Süppchen bestellt mit extra Udon-Nudeln. Das Beste an Berlin ist auf jeden Fall das Essen und die Katzis. Leute, Real Talk, was ist mit Berlin? Das Essen ist einfach so fucking gut. Sorry für meine Frisur, aber ich bin verkatert as fuck. Das ist, glaube ich, die geilste Suppe, die ich je gegessen habe. Die ich je fucking gegessen habe. Gestern der Burrito war einfach, weiß ich nicht, 12 von 10. Das Essen ist in Berlin einfach fucking amazing. Ich will nie wieder hier weg. Die ist einfach perfekt. Die ist einfach perfekt. Ich hasse Frankfurt. Ich hasse Frankfurt. Ich will umziehen. Ich muss hier nach Berlin.